3. Mai, Freitag, Donnerstag, sagen wir mal. 3. Mai 2012. Merhaba. Das ist türkisch und heißt guten Tag. Zdravujte. Das ist russisch, mehr oder weniger die Grußformel. Und als ich mich am Samstag auf dem Bundesparteitag der Piraten an das Mikrofon stellen durfte, um mich vorzustellen und die vorbereiteten, irregeführten, durchgesiebt wurden, sozusagen passiert durch das Sieb der Manipulation, alle im besten Willen, das Herz auf der rechten Hand, so wie der amerikanische Präsident, konnte ich mit der Begrüßung Merhaba zunächst einen Überraschungserfolg landen. Es war mehrere Sekunden total still, bis dann jemand sagt, ausländisch ist verboten. Und dann allerdings umso mehr ging die Sache, die ja über Twitter und über die Bildschirme manipuliert waren, dann los. Und ich kann nur sagen, die Kinderporno-Kampagne im Bundestagswahlkampf 2009 gegen die Piraten, die Themen Sexismus und Frauenquote bis hin zu, ich weiß nicht was, gegen die Piraten, das Thema Rechtsextremismus, wobei der Begriff tatsächlich bedeutet Gewalttätigkeit, also das Vertreten von Rechten oder von Nazi-Sachen, was durchaus nicht ineinander einsetzbar ist und so weiter. So, was ich sagen wollte ist, jetzt wäre die Steigerung im Grunde genommen Rausch, Drogenwahn, Nirvana bei den Piraten oder was sehr gut käme, wäre also Kannibalismus, der Vorwurf des Kannibalismus. Und ich habe hier jetzt eine kleine Szenerie, damit die Piraten, die ja alle monstermäßig gebildet sind, sodass sie auch mir gegenüber überhaupt so wenig Respekt zeigen, dass sie meinen, man müsse mir nicht zuhören, sondern kann mit der Zauberformel schwadronieren, jedes Zuhören abbügeln und jedes Nichtzuhören legitimieren. Da ist also über Schwadronieren hier vielleicht Folgendes zu sagen, nämlich Kannibalismus ist auch etwas, was in der Bibel vorkommt. Und hier wird jetzt Folgendes ausgeführt, was Freud, Sigmund Freud, das ist der Abseitige, der Dinge der Menschlichkeit begründet, die man nicht kontrollieren kann und die sozusagen davon ausgehen, dass kein Mensch Herr im eigenen Hause ist. Also es gibt keine Wahrheit, ich bin wahnsinnig, im Grunde genommen, wenn ich Mist mache, bin ich nicht schuld. Das ist das Prinzip von Sigmund Freud. Und dann gibt es ein Gegenprinzip, das ist das, dem ich anhänge, Isaiah Berlin, der sagt nämlich, wenn es in unserer Sprache und dass es in jeder Sprache Bewertungsformeln gibt des Lobes, wie ich sage zu jemandem, oh, das hast du aber gut gemacht oder das hast du doch schlecht gemacht, dann steckt darin in der Entwicklung der Sprache ein Wertausdruck, der auf die zu lobende oder zu tadelnde Person hin Zurechnung und Verantwortung charakterisiert. Isaiah Berlin sagt, er kann sich nicht vorstellen, dass sprachgeschichtlich in der Entwicklung der Sprachen der Welt eine Sprache Lob und Tadel settet, also kulturell kodiert, an der Seinsbindung des Menschen vorbei. Also es gibt keine Verantwortung, es gibt keine Wahrheit und es gibt also auch keine Zielpersonen, die man loben müsste, wenn sie etwas Gutes macht. Und wenn der 100-Meter-Läufer die Goldmedaille gewinnt, muss man ihn auch nicht Beifall beklatschen, denn all das ist sozusagen nicht relevant für menschliche Moral. So, und da hänge ich eben dem Isaiah Berlin an, der sagt, das ist Gut und Böse. Und er nennt das diesseits von Gut und Böse. Also wir sollen auf der Seite des Menschen sein in Bezug auf Gut und Böse. Während Sigmund Freud im Grunde genommen die marxistische Erlösungsmaterialismus-Theorie hat, der ich nicht anhänge, aber der Autor, der dieses hier geschrieben hat, der ist auch eher von Freud berührt als von Leid, hätte ich fast gesagt. Also, was Freud von der Forschung überhaupt sagt, gilt erst recht für die anthropologische Erforschung des Kannibalismus. Sie betrifft uns selbst in unserem Gefühlskonflikt mit unserem
Menschenfresserkomplex betrifft unser Forschungsinstrument die kannibalische Vernunft. Das ist kein Witzbuch, das ist sehr ernst gemeint. Also bitte zunächst mal Steinchen auf Steinchen zuhören, was hier argumentiert wird. Warum nur, so können wir fragen, indem wir uns selbst zu erforschen suchen, sind die allermeisten von uns, selbst wenn sie als Christen mit dem Kannibalismus vertraut geblieben sind, doch keine Menschenfresser mehr. Sie grausen sich sogar davor. Was brachte die frühere, weltweit etablierte kannibalische Ordnung, in Klammern Attali 1981, eine Publikation, was brachte die frühere, weltweit etablierte kannibalische Ordnung zum Erliegen? Durch was wurde sie abgelöst? Sehen wir uns zunächst die verschiedenen Arten des Kannibalismus und die mutmaßlichen Motive dazu an. Vergleiche Helmut 1968, Seite 105 und folgende Seiten. Beim Endokannibalismus verspeist man den Toten oder wenigstens etwas von ihm aus Liebe, Respekt und Verehrung. Das bedeutet Vitalisierung des Todes und Bannung derjenigen Gefahr, die vom Toten ausgeht, beziehungsweise von seiner vagabundierenden Seele, die auf Rückkehr lauert. Denn wie kann man sicher sein, dass der Tote tot ist, dass man ihn auch wirklich los ist, wo es doch für einen selbst unvorstellbar ist, tot zu sein, das heißt nicht zu sein? Wo kann man ihn so sicher beisetzen, dass er von dort nicht wiederkommt? Antwort gibt der Kannibalismus. Verspeist man den Toten, weiß man sicher, wo der Körper des Toten ist. Er kann nicht als Wiedergänger, Untoter oder Zombie auftauchen, es sei denn als ich selbst. Die Sicherheit seines Todseins ist überführt in die Gewissheit meines Lebens. Häufig wird zum Beispiel der alte Vater, dessen Zeit zum Ableben gekommen scheint, getötet und verzehrt. Manchmal werden bei einer Totenfeier noch andere Menschen geopfert und gegessen, meist Frauen, Sklaven oder Feinde. Dadurch bekommt der Tote eine Mahlzeit aus Fleisch und Blut. Die Überlebenden sind lediglich als Gäste eingeladen, im Sinne einer Kommunion oder Identifikation, die gleiche Speise wie der Tote zu sich zu nehmen. Auch unabhängig von Totenfeiern werden Kriegsgefangene, Ausgestoßene und Verbrecher gefangen gehalten, gemästet und verzehrt, um sie vollständig unschädlich zu machen und die Esser einschließlich der Götter mit ihrer Kraft zu versorgen. Ähnliches gilt auch für den Kannibalismus an Kindern. Er ist manchmal ein Mittel zur Regulierung des Bevölkerungszuwachses, manchmal auch nicht. Hier kommt jetzt ein Zitat, Anführungszeichen, nach Gesa Roheim fressen die Stämme im Norden Australiens, Yumu, Pindupi, Ngali, Nambuti, fast alle ihre Kinder, die Stämme im Süden, Mantuntara, Malaratara, Pientara, essen jedes zweites Kind, um ihre Kräfte zu verdoppeln. Dies geschieht, indem der Kopf des Jüngeren an der Schulter des erstgeborenen Kindes zertrümmert wird. Die Stämme in Zentralaustralien führen Aborte herbei, um die Föten zu essen. Das Kind wird mit dem Kopf nach vorne abgetrieben, die Plazenta wird verbrannt, das Kind gebraten. Die Mutter und die Geschwister essen es, um ihre Kräfte zu stärken. Im Stamm Mantuntara töten die Mütter die jüngsten Kinder, während die Größeren dem Vater vorbehalten sind. Er versetzt ihnen einen kräftigen Schlag auf den Kopf und geht dann weg. Kurz danach kommt er zurück und schlägt aufs Neue und so weiter, bis sie sterben. Nur die Mutter und die Brüder essen das Opfer. Zitiert nach Carloni Nobili, zitiert in Attali 1981. Zur bloßen Bevölkerungsregulierung würde der Mord genügen.
zumal in den meisten Fällen nicht Nahrungsmittel der Grund für die besondere Verwendung der Leichen ist. Auf die zusätzliche Eiweißration kommt es nicht an, meint Attali, sondern, Zitat, auf die Absonderung von Seele und Körper, auf die Assimilation der Kraft des Toten, auf die Aneignung der Ewigkeit. Die Vorstellung, dass durch das Essen des anderen dessen Lebenskraft übertragen wird, führt zum Verzehr bestimmter Körperteile aus therapeutischen Gründen. Kannibalismus ist der Anfang der Medizin. Das ist die Hauptthese von Attali 1981. So, ich breche das mal ab und möchte sagen, wenn man also die Piraten aufisst, dann bleiben sie trotzdem da, denn Pirat ist jeder, Piratenwähler ist noch nicht jeder und außerdem sind einstimmige Abstimmungen auch irgendwie verdächtig. Und am vergangenen Wochenende wurde gegen mich relativ einstimmig abgestimmt und nur wie das geschah, weiß man nicht. Es war zum Glück kein Kannibalismus, sonst hätten die Opponenten meine Kräfte, die habe ich immer noch selbst. Und deshalb schönen Dank hier für den Aufruf und weiter geht's.